Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Farm Together. Together fängt super an. Wenn es schon so losgeht, ne? Wir haben die massive Roger Rettich Gedenkquest. Die poppte auf von der Marketingagentur und brauchen einfach 1190 Rettich. Damit können wir alle Dixies in ganz Farm Together ausstatten. Abgesehen davon 290 hässliche Enten? Ich glaube nicht. Damit kann ich leben. Das ist alles okay. So, wir ernten Rettich. Habe ich gehört. Zwischendurch müssen wir bestimmt irgendwann Obst verkaufen, weil das machen wir immer. Abgesehen davon bin ich gerade richtig, richtig durch. Vielleicht machen wir erstmal die Bäume, bevor die Jahreszeit um ist. Das ist, glaube ich, total clever, oder? Was brauchen wir denn hier? Sind das noch die Mandeln, die wir brauchen? Ist Mandelmeier noch nicht abgefahren? Nein, wir brauchen immer noch Mandeln. Alles klar. Dann mandeln wir. Ich bin gerade richtig, richtig durch. Habe gerade einen mehr als 12 Stunden Arbeitstag hinter mir. Bin keine 10 Minuten zu Hause. Habe aber gedacht, ich nutze die Gunst der Stunde, weil ich bin gerade noch so, oh mein Gott, ich habe Energie, ich muss etwas tun, jetzt, irgendetwas Sinnvolles, ah, ich kann nicht nur sitzen und YouTube gucken, auf gar keinen Fall. Und solange dieser Punkt noch da ist, dachte ich, nehme ich einfach mal noch was auf. Wenn dieser Punkt aber irgendwann weg ist, was irgendwann innerhalb der nächsten halben Stunde wahrscheinlich der Fall sein wird, bin ich, glaube ich, richtig im Arsch. Also so richtig, richtig. Halt quasi so, ich bin komplett im Arsch. Und dann geht, glaube ich, heute auch nichts mehr. Aber ich dachte, ja, okay, gerade habe ich noch Bock. Also, wenn ich heute noch was machen will am Rechner, außer sitzen und atmen, dann jetzt. Mein Gehirn hat sich aber im Laufe der letzten 3 Stunden auf der Arbeit auch eher in so eine krümelige Keksmasse verwandelt. Also es erwartet heute keine geistigen Glanzleistungen mehr von mir. Bitte. Der Zug ist abgefahren. Zwar mit sehr viel Verspätung, aber das ist ja nichts Neues. So, wie sieht's aus? Inventarmäßig, das ist alles gut. Warum gieße ich diesen Flieder? Niemand interessiert, ob der Flieder gegossen ist. Ist nur zu Questzwecken da. Und oh, ich hab total Hunger, ne? Und hinter mir liegt eine heiße Pizza, aber die schmeckt auch kalt noch. Ich habe einfach den Vorteil, ich habe auf meinem Nachhauseweg eine Pizzeria, die eigentlich ganz geile Pizza macht. Und ich bestelle da, ich würde sagen, eigentlich viel zu selten, aber eigentlich ist es ganz gut, weil ich will nicht so fett werden. Rotkohl, Rosmarin, Goji, perfekt. Traumhaft. Können wir alles anpflanzen? Alles tutti. Super Quest. Warum mit den Rosmarin ist der noch gar nicht? Doch, ah, hinten, der ist noch nicht reif. Sehr bedauerlich. Moment. Was war hier? Achso. Die Dinger sind questrelevant. Brauchen wir noch blaue Hortensien? Ach, tatsächlich. Brauchen wir 100 Stück? Ja, leck mir doch die Stirn. 30 Stück sind das da vorne, aber nicht mehr. Das sind jetzt wahrscheinlich 27 und dann reicht es genau nicht. Nee, es sind sogar nur 18. Okay. Ja, die brauchen ja auch nur 3 Stunden, bis sie wieder startklar sind. Das geht. Roter Truthahn ist auch total okay. Können wir noch was machen? Flieder ist durch. Ja, dann Rettich, würde ich sagen. Beziehungsweise bis der verkappte Farmhelfer mal da, oder? Fängt er jetzt an damit? Ah ne, bevor jetzt hier 2000 Mal diese Quest aufploppt, ne, und das halt alles nehmen. Du bist einfach zu langsam. Verbiss dich von meiner Veranda. So, 18 Truthähne fertig. Wenn wir schon mal da sind, können wir gleich noch eine neue Quest von der Marketingagentur mitnehmen. Das bietet sich einfach total an. Dann können wir mal die Häuser machen und dann machen wir vielleicht den Rettich. Das ist, glaube ich... Ich denke, nein. Ich werde keine 330 Albino-Esel
behegen und pflegen. My ass. Pun not intended. Ach ja. Ist auch irgendwie so, ich hätte halt längst früher nach Hause gehen können, aber ich habe im Moment so permanent diesen Punkt, dass ich denke, ich schaffe meine Arbeit nicht. Das ist einfach zu viel. Ich schaffe meine Arbeit nicht. Also ich schaffe sie halt schon. Also es ist halt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott, ich komme mit den Aufgaben nicht klar. Es ist halt alles so, nee, okay, easy, kriege ich halt alles hin. Aber mir fehlt einfach die Zeit. Das ist so, ist einfach so wahnsinnig viel im Moment. Das wird in 2 Wochen alles besser. Aber gerade ist halt einfach so, ich habe jetzt 12 Stunden gearbeitet und es ist halt nicht so, als wäre mein Tisch leer, sondern ich habe da jetzt halt immer noch Arbeit für mindestens einen Tag liegen. Und da kommt morgen einfach was Neues dazu. Aber okay, so ist das halt. Wie sagte eine Kollegin vorhin, ich hätte gerne meine Probleme von früher wieder. Ja, schon irgendwie. Nein, aber eigentlich geht es mir dabei erstaunlich gut. Also es ist halt auch nicht so, dass ich jetzt zu Hause sitze und denke so, Alter, fuck my life, sondern es ist halt so, es ist halt stressig, aber irgendwie pusht mich das auch ein bisschen. Finde ich gerade echt ganz okay. Ich bin auch total erstaunt, dass ich einfach nach diesem 12-Stunden-Tag hier sitze und sage so, yay, ich habe noch voll Party, bald noch voll Energie. Und ich frage mich, wo das herkommt. Ich hätte eher erwartet, dass ich ein müder, hässlicher Kartoffelsack bin, der jetzt auf der Couch liegt und nichts mehr macht. Aber nö. Ich meine, gut, Farm Together zocken und nebenbei Unfug reden ist jetzt auch nicht unbedingt die anspruchsvollste Aufgabe, aber oh Gott, 1190 Rettich ernten, ne? Ach, Roger. Der gute alte Rotter. Wo der jetzt wohl ist? Was er jetzt wohl ist? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Je länger ich drüber nachdenke, nein, ich möchte es nicht wissen. Einfach nicht. Es kann übrigens auch gut sein, dass wenn dieser massive Oh mein Gott, es geht zu Ende mit mir Punkt kommt. Also indem diese ganze Energie dann irgendwie mal aufgebraucht ist. Wenn das zeitig kommt, dann mache ich sehr wahrscheinlich einen Cut in der Folge und nehme einfach morgen Vormittag weiter auf. Kann gut sein, dass das auch in 5 Minuten schon der Fall ist. Weiß ich nicht. Steckt man nicht drin. Ich glaube, ich könnte mir aber mal... Oh, weil die Flasche ist garantiert total geschüttelt. Ich bin sehr am Überlegen, ob ich mir nebenher, auch einfach um die Stimmbänder ein bisschen frisch zu halten, ne, einen Feierabend, eine Feierabend-Gerstenschorle aufmache. Das klingt so gesund, eine Gerstenschorle. Eigentlich ist es auch eher eine Hopfenschorle, wenn ich ehrlich bin. Wie komme ich auf Gerste? Ist da beides drin? Es ist total beides drin. Aber eigentlich ist es eher eine Hopfenschorle, wenn ich ehrlich bin. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch, wenn ich irgendwie jetzt noch total viel Kram auf dem Tisch liegen habe, trotzdem das Gefühl, ich habe heute ganz gut was geschafft. Also es war halt nicht so, dass ich sagen würde, so, ja, nee, ich habe hier noch irgendwie 800 Sachen und ich kriege diesen Berg überhaupt nicht weggearbeitet, sondern es ist halt so, da ist Licht am Ende des Tunnels. Bleibt nur die Hoffnung, dass es kein Zug ist. So. Nein, aber eigentlich alles total tutti. Das ist ein sehr großes Rettichfeld. Können wir eigentlich Kurkuma anpflanzen? Nee. Wir können total Gebiete kaufen. Ich habe massiv Diamanten gefarmt. Also diese 87.000 Diamanten kommen, also davon habe ich, glaube ich, 80.000 an einem Tag gemacht. Halt einfach durch ein massives Kurkuma-Feld.
Und Obst verkaufen. Aber wo Obst verkaufen müssen wir gleich mal machen, bevor das Inventar voll ist. Aber ich weiß auch gar nicht, warum ich zwischendurch immer so auf pinken Pfeffer fixiert war. Ich habe, glaube ich, einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dass... das Zeug sieht auch so hässlich aus, ne? Dass das Zeug einfach massiv Diamanten bringt. Plus noch Gewürz, was sich einfach richtig gut verkaufen lässt. Also es ist halt so... Okay. Das ist halt schon voll der Deal. Ja, aber ist doch voll der Plan. Wir machen jetzt die Reihe hier fertig. Dann kaufen wir direkt das Gebiet, was da ist. Dann können wir wahrscheinlich auch gleich noch ein zweites Gebiet kaufen. Müssen wir mal gucken. Wir kaufen erstmal das eine. Dann tanken wir. Dann machen wir weiter Rettich. Was ist denn das eigentlich für eine Quest? Also so rein textmäßig. Einige Kinder aus Kirschwegen haben ihre Konfirmation und wollen dies in einer grandiosen Party feiern. Und für diese grandiosen Party braucht man über 1000 Rettich. Die Kinder aus Kirschwegen haben offenbar sehr seltsame Vorstellungen, was Party angeht. Aber vielleicht sind die natürlich, also vielleicht ist das auch nicht so irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, wie das so bei Konfirmation ist. Also, ich kenne das halt so, boah, ist ja halt so 14. Und trinkt dann irgendwie so, wenn man nicht eh schon irgendwie hart fertig ist und mit 12 angefangen hat zu saufen. So, ah ja, kriegt man hier einen Sekt und da einen Sekt und ist irgendwann von 4 Sekt total knülle, weil man halt einfach keinen Alkohol gewohnt ist. Und, das. Ich hatte auch, glaube ich, einfach keine riesen Konfirmationsparty. Nicht so. So gar nicht. Ist halt so, ey, wir gehen bei den Konfirmanden rum und dann gibt es halt überall ein Säckchen und dann ist halt gut. Aber vielleicht haben die Kinder aus Kirschwegen da auch andere Vorstellungen und sagen, jawollo, wir fressen Rettich, bis die Schwarte kracht. Also... Oh, ich bin zu langsam. Obst verkaufen, jetzt sofort. Also, weiß ich nicht. Vielleicht sind die auch einfach dann natürlich, also vielleicht machen die Konfirmation nicht nur wegen des Geldes, sondern sind tatsächlich in ihrem christlichen Glauben so verankert, dass sie dann Speisung der 5000 machen und den Rettich an arme Leute verteilen. Ich weiß es nicht. Oder sie basteln eine große Jesusstatue aus Rettich. Haben wir gerade schon das ganze Obst verkauft? Das ging sehr zügig, okay. Keine Ahnung. Steckt man nicht drin, will man auch nicht. Um ehrlich zu sein. Also ich zumindest nicht. Bevor jetzt die Fragen aufkommen, wie, du bist konfirmiert? So, ja, bin ich. Bin aber auch locker vor, keine Ahnung wie viele Jahren, aus der Kirche ausgetreten. Prinzipiell nichts gegen Glauben. Kann halt jeder glauben an was er will. Und wenn Glaube an Gott oder was auch immer eine Sache ist, die dich in deinem Leben bekräftigt und die dir halt Halt gibt und die irgendwie Stärke und Mut und Motivation für dein tägliches Leben gibt, finde ich das total super und das ist total okay. Ich bin nur einfach kein Riesenfan der Kirche. Sage ich ganz ehrlich. Und selbst wenn ich glauben möchte, brauche ich da halt nicht zwangsläufig eine globale Organisation, die mir erzählt, was ich wie zu tun habe. Finde Glauben prinzipiell eine super Sache. Also in vielen Glaubensrichtungen sind einfach so Verhaltensgrundwerte mit drin, die, finde ich, super wichtig sind für eine funktionierende Gesellschaft. Klar, in vielen Glaubensrichtungen,
auch im christlichen Glauben ist, also beziehungsweise nicht, vielleicht nicht im Glauben an sich, aber wie Sachen interpretiert werden. Da gibt es, glaube ich, in allen Glaubensrichtungen, in allen Richtungen auch viel Unfug, der da rein interpretiert wird. Ist halt immer die Frage, ob man sich den Schuh dann anzieht oder sagt, ja, also prinzipiell mit einem Großteil der Sachen kann ich mich identifizieren, mit dem Rest lasst mich mal in Ruhe. Oder man sagt, ja, das muss dann aber auch dazugehören. Ja, gut. Ich finde spätestens an dem Punkt, wo man irgendwelche jahrtausendalten Schriften als Entschuldigung dafür benutzt, nicht seinen gesunden Menschenverstand einzusetzen, spätestens da hört's auf. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die führt hier jetzt auch einfach zu weit. Ist eh ein schwieriges Thema. Vielleicht sollten wir einfach eine Sekte gründen, die Rettich anbetet. Der heilige Sankt Roger. Sankt Roger klingt ein bisschen gut, oder? Ich bin ein bisschen traurig, dass man die Schilder hier nicht beschriften kann. Hätte gerne ein Schild, auf dem ein kleiner Rettich ist und auf dem Sankt Roger steht. Falls irgendjemand brauchbar zeichnen kann oder halbwegs mit Photoshop umgehen kann und die Muße hat, und vielleicht auch nichts Besseres zu tun hat, ein Bild von Sankt Roger anzufertigen. Ich würde es sehr feiern. Ich würde das extremst feiern. Ich nehme es dann auch gerne für spätere Folgen als Thumbnail, wenn ich darf. Würde ich einfach... Ah, großartig. Vielleicht machen wir einfach selber was. Weiß ich nicht. Sankt Roger. Der Punkt ist, bei mir fängt er im Kopf sofort halt an, was zu rattern. Also ich habe da nicht so diese Idee, ja, war St. Roger voll lustig und damit ist gut, sondern es geht jetzt halt sofort weiter. Wie kann man da eine glaubhafte Story draus machen? Oder wie könnte St. Roger so entstanden sein? Weil ein Rettich kann halt nichts tun, aber vielleicht ist das halt irgendein Typ, der Roger hieß und halt eine riesen Rettichfarm hatte oder der halt irgendwas Spezielles mit Rettich gemacht hat, vielleicht eine, weiß ich, irgendwas so viel Rettich an Arme gespendet hat oder dessen Familienwappen ein Rettich war und dann ist diese Person dahinter aber irgendwie im Laufe der Jahrhunderte ist halt irgendwie so verloren gegangen und nur dieser Rettich ist übergeblieben und der ist jetzt aber Symbol für all die Taten von dieser Person. Und dann überlege ich, was diese Person halt so Sinnvolles gemacht haben könnte. Also, dass man sagt, so, ja, okay, das rechtfertigt halt einen Glauben, eine Huldigung, einen perversen Sexkult. Nein, keine Ahnung. Ach ja, auf jeden Fall ist die Quest fertig. Und es gibt einfach mal 40 Schleifchen und das finde ich sehr tutti. Danke, Roger. Es war sehr schön mit dir. Das ist die falsche Haltestelle. Ich wollte hier hin und mir jetzt sogar zwei neue Quests von der Marketingagentur holen. Für die nächste müssen wir aber 4 Minuten warten. Keine Tiere. Kröllwitzer Truthahn. Ja, aber das sind nur 90. Das ist akzeptabel. 90 ist okay. Da reiße ich hier irgendwas weg. Oh, ich habe übrigens was super Lustiges rausgefunden. Ist das in der Folge drin? Ich glaube nicht. Doch, vielleicht auch doch. Doch, es ist total drin, glaube ich. Dass man die Schweine hier in den Fluss schieben kann und die kommen da nicht mehr raus. Die stecken da dann halt fest. Die können da nicht rauslaufen, weil sie zu kleine Stummelbeinchen haben. Ich finde das total super. Ich finde das extremst unterhaltsam. Vor allem, weil das halt in diesem Teich, Fluss, Dingsi, sind halt auch alles Piranhas. Das ist... Jetzt geh da rein.
Es ist auch eilig, nach Hause zu kommen, ne? Oh, ist doch nicht wahr. So, jetzt aber. 100 Jersey-Hühner? Oh, fuck me. Ja, aber die stecken da halt alle drin fest. Ich finde das sehr unterhaltsam. Die stehen da halt auch in 2 Tagen noch. Also, die resetten sich natürlich, wenn man das Spiel neu startet, aber ansonsten... Oh, wir müssen total tanken. Wir müssen richtig dringend tanken. Also für die Krüllwitzer Party Chicks reicht es noch. Warum brauchen wir so viele Tiere? Wo kommen diese ganzen Quests her? Ja, machen wir mal ruhig 36, ne? Dann ist das irgendwie in dreimal abernten ist das erledigt. Es kostet schon richtig Asche, ne? Aber wir haben es ja. So, was haben wir denn hier im Moment für Quests? Das ist super, da müssen wir eine Menge pflanzen. Das mache ich bei Gelegenheit, nicht mehr jetzt. Die Krollwitzer Truthähne sind am Start. Da müssen wir noch die Himbeeren pflanzen und irgendwas ernten. Können wir irgendwas Sinnvolles an Bäumen ernten gerade? Nein. Doch, ach nee, das sind Blumen, die fertig sind. Okay, das können wir auch kleiner machen. Gott, ich muss hier weg. Die machen zu viel Krach. Davon haben wir 45 Stück, warum auch immer. Das läuft halt. Davon haben wir, ja, das geht auch klar. Ja, okay, es geht alles. Also trotz Tieren ist das alles im Rahmen. Wenn jetzt die nächste Quest von der Marketingagentur nicht ein totaler Kackhaufen ist, geht das total klar. Brauchen wir hier noch Fische? Ich habe hier mal so einen Ersatzfischteich für irgendwelche Quests gemacht. Wir brauchen noch total die Muränen aus dem Ding. Na, 4, 12. Ah, da kommt doch ordentlich was rum. Das waren mal fast 40 Stück. 38, wenn ich mich nicht verrechne. Nee. 28, nicht 38. 20? Ach, keine Ahnung. Kopfrechnen ist für heute einfach raus. Tut mir leid. Eigentlich bin ich nicht so der Kopfrechenkrüppel, aber gerade ist einfach so... Nope. Apropos nope. Wir hatten heute auch Bewerbungsgespräche. Und... wie manche Leute sich halt irgendwo bewerben. Das geht echt auf keine Kuhhaut, ne? Also wir sind eigentlich, was die Bewerbungsgespräche angeht, eine super lockere Truppe. Also sind da halt echt sehr, sehr, sehr entspannt bei uns. Aber wenn du A, zu spät kommst und dich nicht mal dafür entschuldigst, dass du zu spät kommst, dann irgendwie so in deinen schluffi Samstag-Nachmittag-Klamotten mit dreckigen Schuhen da aufläufst. Also nicht so, okay, da ist irgendwo, ja, vielleicht an der Fahrradkette oder so hängen geblieben, sondern halt einfach richtig dreckige Schuhe hast. Und dann halt im kompletten Gespräch so es nicht mal schaffst zu vermitteln, dass du überhaupt arbeiten möchtest, geschweige denn, dass du in dem Unternehmen arbeiten möchtest, wo du dich gerade bewirbst, sondern dass du halt einfach den Eindruck vermittelst, so, ja, hast du einen Job, naja, wenn es halt sein muss. Da denke ich mir, was stimmt mit den Leuten denn nicht? So, warum bewerbe ich mich denn dann überhaupt irgendwo? Und das war jetzt halt irgendwie kein... super seit Jahrzehnten desillusionierter Mensch, der irgendwie auf Hartz IV festhängt und da nicht wegkommt. Oder da habe ich dann auch irgendwie... Wobei, nee, wenn du davon wegkommen willst, dann strengst du dich halt auch an. Sondern das war halt so... Der war halt jung, der war halt 19, glaube ich. Und es ist halt so... Alter... Finde ich schwierig. Also ich meine, man kann natürlich in die Leute auch nicht immer komplett reingucken. Und wer weiß, was der halt für einen persönlichen Hintergrund hat und wer weiß, was der mitgemacht hat, aber das ist halt auch nicht für alles eine Entschuldigung. Und also,
weiß ich nicht. Du musst halt mal zumindest irgendwie zeigen, dass du es halt willst. Schwierig. Also war halt auch ein extremer Ausnahmefall heute, auf jeden Fall. Aber das war halt echt an einem Punkt, wo du sagst, tut mir leid. Also ich versuche ja wirklich allen Menschen irgendwie so auf Augenhöhe und mit Respekt zu begegnen, aber das war halt irgendwie so, also du nimmst offenbar die komplette Situation nicht ernst. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Grund du hier bist, aber es ist halt so, du hast halt nicht einen vernünftigen Satz zu erzählen. Also wirklich nicht einen. Dann kann ich das auch einfach nicht mehr ernst nehmen irgendwann, so leid mir das tut. Also ist, glaube ich, einfach so der Punkt, wenn ich mich nicht ernst genommen fühle, dann sage ich halt, ja gut, dann ist das jetzt halt so. Und wenn mir halt ein Bewerber das Gefühl vermittelt, er nimmt mich nicht ernst, dann denke ich mir auch so, ja gut, dann ist das halt auch nicht mal mein Problem. Was wollte ich hier hinten eigentlich machen? Ich wollte die Sevilla-Tulpen abernten, das habe ich getan. Und dann nehmen wir jetzt einfach Tee mit. Oh, ist da unten der Tee fertig? Ja, nice. Wir kriegen gleich einfach nur richtig fett Diamanten. Rasten gleich diamantenmäßig noch so richtig aus. Könnten einfach unsere ganzen Schleifen dazu nutzen, noch mehr Tee anzupflanzen. Weil Tee haut einfach rein. Oh, der Safrankruß ist ja... Nee, der ist nicht fertig. Oh, der braucht noch einen Tag. Ja, ist aber okay. Kann der machen. Wir können hier halt locker noch mehr schwarzen Tee anpflanzen, ne? Der bringt halt einfach mal schon fast 100 pro Pflanze. Das sind einfach mal knapp 900 für so ein Feld. Das halt richtig tut ihm. Das reicht, glaube ich, nicht ganz, um sich noch zwei Felder leisten zu können. Also für eins reicht es locker noch, für noch ein zweites... Nee, definitiv nicht. Da fehlen dann noch so 6.000, 7.000. Ist der Rosmarin fertig eigentlich? Nee, den brauchten wir für eine Quest und der war noch nicht fertig, ne? Wie lange braucht der? Ah, der braucht auch noch so bis morgen. Das ist okay. Aber die Tulpen sind startklar. Und zwar hier. Wie viele brauchen wir davon noch? Auch nicht viele, das ist okay. Ah, das reicht aber genau nicht, oder? Warte mal, doch. Müsste genau reichen. Jawollo, das passt. So, eigentlich müsste ich jetzt noch alle Sachen für diese Quests anpflanzen, die ich anpflanzen kann, ne? Das wäre eigentlich total sinnvoll. Aber es ist halt auch voll viel. Das ist schon mal eine Ansage. Wir machen jetzt eben nochmal. Ich muss mir ganz kurz meine Hopfenschorle aufmachen, tut mir leid. Ich finde, nach diesem Arbeitstag habe ich mir das verdient und kann das auch ruhig mal machen. Ich halte es auch genau so, nicht, dass jemand sagen kann, ich mache hier Schleichwerbung. Ja, war schon eine gute Idee. Kam mir auch gerade schon ein bisschen schäbig vor. Wir haben halt bei uns im Kino die Sneak Peek, Sneak Preview. Konzept kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr im mehr oder minder regelmäßiger Kinogänger seid. Und da gibt es bei uns immer so ein Filmquiz vorweg. Oh, ich hasse das, ne? Wenn ich irgendwie vom ersten Schluck Bier geht halt immer meine Nase zu. Also lebt kurz damit, tut mir leid. Ja, also wir haben halt immer so ein Filmquiz vorweg. Nichts super Spektakuläres. Aber halt immer so, wo man so ein bisschen Kram gewinnen kann. Also so Film-Merchandise oder mal eine Freikarte oder so. Und dieses Quiz mache ich halt seit, also jetzt nicht jede Woche, aber so 90% der Fälle, würde ich mal sagen. Und das seit 7 Jahren oder so. Also echt eine Weile. Und
Ich hatte halt gerade, also ich hatte kein Bier mehr zu Hause. Hab gedacht, so, oh, ich hätte jetzt echt nach diesem Tag gern Feierabendbier. Habe aber auf meinem Nachhauseweg einen Kiosk. Also ich habe dankenswerterweise einen Fußweg nach Hause von der Arbeit. Das ist sehr entspannt. Und habe auf diesem Weg halt einfach einen Kiosk. Hab gedacht, ja, nice, holst du dir am Kiosk einfach noch ein Bier. Die haben sogar ganz annehmbare Preise, das geht auf jeden Fall klar. Und stand halt am Kiosk mit meiner schäbigen Feierabendbierflasche. Und da standen halt so ein paar Leute, also die haben auch irgendwie noch draußen irgendwie zwei, drei Tische, wo man sich auch hinstellen und schnacken kann. Also es ist jetzt nicht so ein kleiner irgendwie Haus-an-Haus-gefärchter Innenstadt-Kiosk, sondern es ist halt so ein Kiosk, der auch ein Stück mehr Grundstück hat, wo die haben hinten auch so einen kleinen Garten, wo ab und an mal gegrillt wird und so. Da stand halt auch noch irgendwie so ein Tisch vorne, wo ein paar Leute standen. Und davon einer direkt so, ey, das ist der Typ von der Sneak. Und ich so, nein, ich muss hier weg. Mich hat keiner gesehen. Kann ich bitte einfach mein Bier nehmen und gehen? Also ich finde das eigentlich super unterhaltsam. Er hätte mich auch echt gerne mit den Leuten unterhalten noch. Also er hätte gerne gesagt, hey, Nabin, und irgendwie noch 3 Minuten mit denen gequatscht. Problem war aber, dass ich mir eben die vorhin schon erwähnte Pizza bestellt hatte, die ich abholen musste, und dafür war ich halt schon zu spät dran, und das war so, eigentlich will ich, aber ich hätte mich echt gerne noch dazugestellt und irgendwie kurz mit denen angestoßen oder so, aber es war so, nein, tut mir leid, die Pizza geht vor und ich möchte die Leute auch nicht warten lassen. Also zumindest nicht noch länger. Hauptsache, ich habe schön erzählt und einfach mal mehr als das Doppelte an Himbeeren gepflanzt. Also wir brauchen halt deutlich weniger Himbeeren, als ich gepflanzt habe, aber läuft schon. Läuft bei mir, wir haben den Platz ja, alles gut. So, wo sind denn die hier? 150. Es ist auch so stumpf, ne? Machst du halt einfach weiter und erzählst nebenbei und erzählst und erzählst und dann fällt dir irgendwann auf, wie viel brauche ich eigentlich? Oh, ich bin seit einer Stunde fertig, aber ich habe mal weitergemacht. Läuft bei mir. Ich krüppel, ey. Großartig, großartig. Ja gut, haben wir ein paar mehr Himbeeren zum Ernten. Also, was soll's, ne? Also wir haben den Platz ja, so ist ja nicht. Im Zweifelsfall kann ich hier unten halt immer noch die ganzen musikalischen Wurzeln wegreißen. Je nachdem, was wir noch an Quests kriegen. Aber 150 Rotkohl kriege ich hier halt noch easy hin. Das ist halt überhaupt kein Ding. Wir müssen gleich nochmal eine neue Quest mitnehmen. Wenn wir jetzt allerdings natürlich als neue Quest noch Pflanze 1200 Rettich kriegen, dann wird es knapp mit dem Platz. Aber wir können das Feld ja auch noch erweitern. Also wir haben ja auch knapp 300 Medaillen und können halt den gesprenkelten Bereich auch definitiv noch erweitern. So ist ja nicht. So ist ja nicht. Oh man. So, eins noch. Dann haben wir alles gepflanzt, was wir gerade pflanzen können, ne? Melonen hatte ich vorhin halt nicht gemacht, da hätten wir eigentlich schon Zeit gehabt, aber die brauchen halt auch nur 10 Minuten, das ist halt schnell gemacht. Sonst noch irgendwas? Sonst brauchen wir nur Blumen und Bäume und so, ne? Rosmarin, der kommt dann an den Start, wenn er reif ist. Ja, Lachs ist jetzt auch gerade, Lachs könnten wir sogar noch ein bisschen haben. Wir haben den einen Teich noch nicht leer geangelt. Aber, nee, nicht hier, hier. Könnte auch Lachs mit drin sein. Jawohl. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, immerhin so 11 Stück. Ist doch okay. So, die Kühe gehen dann auch auf 72 hoch. Dann sind die auch mit dem nächsten Mal dann fertig. Das ist auch schon mal ganz gut. Wir könnten theoretisch gleich nochmal tanken. Darf auf jeden Fall nicht vergessen, eine Quest mitzunehmen, wollte ich sagen. Ich
glaube, es ist nicht nur der Punkt erreicht, wo mein Gehirn krümelige Keksmasse ist, sondern auch, wo diese krümelige Keksmasse anfängt, mir aus den Ohren zu bröckeln. Quest mitnehmen. Außerdem ist Frühling. Quest können wir gleich noch mitnehmen, aber... Ach, wir haben die Bäume schon total gemacht. Ich habe total mitgedacht, nur nicht drauf geachtet. Oh, die Tiere könnten wir beide haben. Oh, haben wir sogar. Voll gut, dann können wir das so lassen. Schwarzer Tee ist super. Ist ärgerlich, dass wir ihn gerade abgeerntet haben und er jetzt noch einen Tag braucht, aber okay. Und Mais. Können wir Mais jetzt gerade anpflanzen noch im Frühling? Kannst du bitte keine Geste machen? Können wir. Dann meisen wir doch gerade nochmal kurz ab. Brauchen wir nur 90, ne? Scheiß auf, ich pack die direkt hier vorne hin. Ich fahre jetzt nicht nach hinten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und neun. Sieht das gut aus? Wir brauchen 10. Jetzt sieht das gut aus. Jawollo. Wir pflanzen jetzt auf jeden Fall noch schwarzen Tee, damit wir nicht 2 Tage warten müssen, bis wir die Quest beenden können. Medaillen haben wir gerade wirklich mehr als genug. Deswegen können wir ruhig nochmal 90 für schwarzen Tee raushauen. Bam. Dann müssen hier auf jeden Fall Sprenkler ran. Wir sorgen schon mal vor. Die sind jetzt gerade... Ne? Also hier kommt wahrscheinlich irgendwann noch mehr Tee hin, von daher. So, dann kurze Sicherheit. Quests laufen alle, das ist okay. Müssen wir noch irgendwas pflanzen? Also ja, außerdem aber nur Melonen. Und die gehen erst im... Gehen die im Sommer? Ne, erst im Herbst wieder, okay. Das dauert dann noch, das ist aber in Ordnung. Im Sommer sind auf jeden Fall Kirschen reif, die können wir gleich ernten. Und dann haben wir es, glaube ich, auch erstmal, oder? Wir wollten noch ein Gebiet kaufen. Weil wir total genug Diamanten haben, wollten wir noch ein Gebiet kaufen. Und das tun wir auch, jawohl. Und zwar dieses. Ist das sinnvoll? Ich nicht erstmal das Gebiet kaufen? Damit wir da die Bäume noch auffüllen können. Finde ich, glaube ich, ein bisschen geiler. Machen wir mal. Ist total praktisch. Wir müssen nämlich eh da unten hin, wenn wir die Kirschen abernten. Das funktioniert. Außerdem kann ich dann da hinten gleich mal die restlichen Mandeln wegreißen. Jetzt, wo wir die nicht mehr für die Quest brauchen, können die da total weg. So, dann... Kaufen wir hier für 36.100 dieses Stück Land. Ja, guck mal, dann brauchen wir halt echt nur noch 10.000 Diamanten. Das ist gar nicht so viel. Das ist halt gerade mit der Menge an Tamarindenbäumen und sonstigen Sachen ist das halt, geht das echt zügig. Das geht schon. So. Dann ist das alles schön. Wir haben noch mehr Kirschen. Definitiv. Wir haben... Hier vorne irgendwo? Da. Sind noch mehr Kirschen? Dann haben wir schon mehr als die Hälfte. Und prinzipiell haben wir am Markt auch überall noch Kirschen. Ich nehme die jetzt aus Prinzip mal mit. Ist das erledigt? Können wir... Wir verkaufen total mal Gewürze. Außerdem, ihr habt es vermutlich bereits erraten, verkaufen wir nochmal wieder Obst. Das halte ich für eine total gute Sache. Was kostet das nächste Gebiet eigentlich?
Also wahrscheinlich ist so 37.500 bis 38.000 ganz realistisch. Ist die Quest noch angepinnt? Müssen wir mal nicht machen. Welche ist denn das? Die ist das. Alright, das ist alles verkauft. Dann können wir hier eben noch mal kurz ein bisschen Käse machen. Können hier mal wieder voll tanken. So das Prinzip. Und dann, wo können wir denn mal am schnellsten gucken, was so ein Gebiet kostet hier? Ja, 38.000, 30. Ja, es sind nicht mal mehr 10.000, die wir brauchen. Das geht. Also, nicht mehr jetzt, weil jetzt haben wir gerade alles platt gemacht, was irgendwie Diamanten bringt, aber morgen früh ist oder morgen Vormittag ist das halt überhaupt kein Ding. Irgendwie eine günstige Jahreszeit erwischen, mal so im Herbst starten. Also ich warte jetzt nicht, bis der Herbst angefangen hat. Aber mal so im Herbst starten. Kriegen wir ein paar Quests fertig, das bringt was. Dann können wir im Herbst die Gummibäume mitnehmen. Wir können auf jeden Fall dann gut Obst verkaufen. Wir können im anschließenden Winter die Geldbäume mitnehmen. Das geht halt alles klar. So, Maulbeerbaum hier. Zack, zack, zack. Dann ist dieser hässliche Fleck da unten auch aufgefüllt. Sehr schön. Ich bin auch tatsächlich am Überlegen, also das werden wir über kurz oder lang machen, dieses Feld hier wegreißen, das irgendwo hier noch mit ranklatschen und dann einfach hier den Rest noch mit Bäumen und Blumen auffüllen. Da kommt ja auf jeden Fall noch was zusammen. Es kommt ja auch jetzt nicht laufend, aber auch noch regelmäßig ein bisschen was Neues an Pflanzen mit rein. Da geht schon was. Also den Platz kriegen wir schon noch voll. Und wenn nicht, kommt Deko hin. Ja gut, dann brauchen wir tatsächlich nur noch 10 Felder. Es wird langsam. Gute Sache. Dann mache ich jetzt, glaube ich, Feierabend. Finde ich ganz okay. Kann meine inzwischen wahrscheinlich kalte Pizza essen. Das finde ich auch ganz okay. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht es gut, haut rein. Und tschüss.